Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten, herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, kann es diesen Monat für euch ans Eingemachte gehen. Es können alte Themen wieder auf den Tisch kommen und dabei geht's darum, zu vergeben und zu verzeihen. Bei den Singles fängt der Monat ruhiger an, aber in der zweiten Monatshälfte steigen die Aussichten auf heiße Flirts. Wenn ihr mehr über euer individuelles Horoskop wissen wollt oder ein ganz persönliches Thema habt, was ihr mit mir besprechen wollt, könnt ihr gerne eine Beratung bei mir buchen. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und die Infos dazu packe ich unten in die Videobeschreibung und ihr findet sie auch hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Astro-Colliers zu gewinnen, wie ich es hier trage. Und wie ihr dran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Jetzt schauen wir in eure Sterne. Bei den langfristigen Tendenzen ändert sich für euch etwas ganz Wichtiges. Heiler Planet Chiron geht diesen Monat in den Widder und damit für die nächsten Jahre in einen vorteilhaften Aspekt zur Zwillinge-Sonne. In den vergangenen 7 Jahren stand Chiron in den Fischen und hat zu euch einen harten Aspekt gebildet, zuletzt für die dritte Dekade. Das brachte gesundheitliche Herausforderungen mit sich und es ging darum, dass ihr eure Schwächen akzeptiert und euch selbst nicht ablehnt, sondern euch liebevoll so annehmt, wie ihr seid und dadurch auch den Schwächen anderer gegenüber tolerant werdet. Nun beginnt eine Zeit, wo ihr diese Erkenntnisse in euer Leben einfließen lassen könnt und euch selbst und auch anderen gut helfen könnt. Das ist besonders schön, wenn ihr in einem heilenden Beruf unterwegs seid. Mehr zu der Bedeutung von Chiron im Horoskop erfahrt ihr in meinem Special Entdecke deinen inneren Heiler. Und das verlinke ich hier auf der Infokarte und zum Schluss auch im Abspann. Ansonsten hat sich bei den langfristigen Tendenzen erstmal nichts für euch geändert, nur diese Planeten haben sich etwas weiter bewegt. Den anregenden Aspekt von Uranus auf ihre Sonne empfangen jetzt die Geburtstagskinder vom 18. bis 21. Juni und unter dem etwas verwirrenden Einfluss von Neptun hier stehen in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 4. bis 8. Juni. Alles zu diesen langfristig wirkenden Konstellationen könnt ihr euch nochmal in Teil 1 meines Jahreshoroskops anschauen oder es auch im Buch nachschlagen. Und so stehen die aktuellen Sterne für euch im April. Die Sonne steht im günstigen Aspekt zu euch im Zeichen Widder und auch der Merkur, der allerdings rückläufig ist. Rechnet noch bis Mitte des Monats damit, dass sich Pläne wieder ändern. Bei euch kann das Freundschaften betreffen. Vielleicht ändern sich Einladungen oder man verpasst eine Verabredung. Am besten ihr tragt euch alles sorgfältig im Kalender ein, damit es nicht zu solchen Missverständnissen kommt. Der Mars im Steinbock steht hier zusammen mit den kosmischen Schwergewichten Pluto und Saturn und auch der Lilith in eurem 8. Haus der verbindlichen Beziehungen und der Geheimnisse. Vielleicht kommen jetzt ein paar alte Sachen auf den Tisch und darum kann es Auseinandersetzungen geben. Dabei geht es um eure gemeinsamen Werte rund ums Geld und man rechnet sich vielleicht gegenseitig was vor. Wahrscheinlich werdet ihr euch davor nicht drücken können, also besprecht die Sache einfach in Ruhe mit eurem Partner und seid bereit zu vergeben und zu verzeihen oder auch um Verzeihung zu bitten. Zum Glück bildet die Venus zwischen dem 5. und dem 18. April einen schönen Aspekt hier zu dem Mars und das wirkt dann besänftigend. Ihr kommt allerdings an diese Energie nur heran, wenn ihr euch um innere Ruhe bemüht und sehr achtsam mit dem Partner umgeht. Alternativ könnt ihr auch einfach mal um eine Auszeit bitten und euch zurückziehen, um über alles nachzudenken. Um die Monatsmitte ändert sich die Energie. Am 15. wird der Merkur wieder direktläufig, dann seht ihr wieder klarer. Am 16. haben wir dann den Neumond der Transformation und der Heilung und am 17. wechselt Chiron das Zeichen und geht in den Widder. Alle diese Energien spielen sich im Widder und damit in eurem 11. Haus der Freundschaften ab. Hilfreiche Impulse können also durch eure Freunde oder aus eurem Netzwerk kommen und euch dabei helfen, eine festgefahrene Beziehungssituation zu klären. Für Singles wird diese Energie sehr erfrischend sein und die Chancen steigen, dass sie einen aufregenden neuen Flirt anfangen können. Ganz schwierig wird es, wenn ihr in einer festen Beziehung seid und fremd flirtet, denn es sieht so aus, als würde euer Partner dann sehr eifersüchtig und unversöhnlich reagieren. Überlegt euch also lieber vorher, worauf ihr euch da einlasst. Auf jeden Fall bietet euch der Neumond die Gelegenheit, für eventuelle Probleme außergewöhnliche Lösungen zu finden. Bittet um Eingebungen und öffnet euch dafür, aus alten Denkmustern auszubrechen.
Es kann auch sein, dass ihr schöne und aufregende neue Impulse durch eure Freunde oder durch ein Erlebnis in einer Gruppe bekommt. Am 20. April morgens um 5.12 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Stier und aktiviert dann für die nächsten 4 Wochen den spirituellen Bereich eures Horoskops. Das ist eine gute Zeit, um mit der inneren Stimme in Kontakt zu kommen und Botschaften durch Träume zu empfangen. Für manche Zwillinge ist das auch eine Zeit, wo sie sich ganz gerne mal zurückziehen und mehr Schlaf brauchen als sonst. Aber so richtig müde und lustlos werdet ihr nicht. Dafür sorgt die Venus, die ab dem 24. April in euer Zeichen läuft und das noch bis zum 19. Mai. Und das ist eine super Zeit zum Flirten und um sich mit Leuten zu treffen. Ihr seid charmant, beliebt und bekommt viele Einladungen. Wie ihr den Vollmond am 30. April empfindet, hängt stark von eurem persönlichen Horoskop ab. Zwillinge, die Planeten im Stier haben oder einen Stier- oder Skorpion-Aszendenten, werden seine sinnliche Kraft spüren und Lust auf die Liebe bekommen. Wenn ihr in einem heilenden oder auch kreativen Beruf beschäftigt seid, werdet ihr diese Vollmondphase als sehr inspirierend empfinden. Auf jeden Fall werdet ihr zum Tanz in den Mai viel Spaß haben, ob ihr nun ausgeht und wild feiert oder ob ihr ein Ritual abhaltet, um den spirituellen Gehalt dieses Festes zu würdigen. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen oder gesundheitlichen Aussichten erfahren wollt, dann solltet ihr eine Beratung bei mir buchen. Denn diese Themen sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir wieder eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Und dann gibt es danach noch einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturn-Probleme heilen verpasst habt, kein Problem, ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers, so wie dieses hier, zu gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 € und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts. Aber ihr werdet dann immer von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch bitte auch unbedingt mein Special über Chiron an. Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.